Und weiter geht's in Let's Play Castlevania Harmony of Dissonance. Ja, wie geht's weiter? Eine Stelle, wo ich selber schon ziemlich verzweifelt bin, vor allen Dingen, wenn ich immer gegen die Skeletons knall. Aber ich glaube, gleich bekommen wir eine der nettesten Fähigkeiten, die ich kenne. Aber alles dazu. Wenn wir hier mit dem Boss fertig sind, dann nehmen wir das Buch. Das ist mir lieber. Gerade bei diesem Endboss. Das ist nämlich der Skeleton-Ritter. Oder der Skull Knight. Fängt ja gut an. Der springt so ein bisschen rum und verliert nach und nach sein ganzes Gut. Jetzt hat er zum Beispiel schon sein Schwert verloren. Und jedes Mal, wenn er dann eben halt diesen Blitzstart macht. Ah, jetzt habe ich natürlich zu wenig MP. Ja, super. So. Damit verliert er auch sein Schild. Und er wird natürlich von Mal zu Mal immer schneller. Und wenn er dann diese Attacke macht, dann kann man ihm richtig schön viel Schaden reinbolzen. Also am besten immer in seiner Nähe dann sein. Weil so kriegt man ihn am besten dann klein. Na schade. Die Sylph-Fiese. Was macht die Sylph-Fiese? Ganz einfach. While mit R, User may perform an additional jump. Das heißt, wir haben den Doppelsprung erhalten. Das ist natürlich jetzt eine der schönsten Fähigkeiten, die ich finde. Aber gerade der Doppelsprung, der hilft mir manchmal wirklich sehr, sehr schön. Vor allem ist er auch im Kampf immer ganz gut zu gebrauchen. Meiner Meinung nach. Und damit können wir jetzt natürlich auch viele, viele Bereiche jetzt erklimmen. Wie zum Beispiel hier. Ja, die Axt, die kann ich euch mal zeigen. Achso, da habe ich schon. Big Skeleton. Die erinnern mich irgendwie an die Viecher, die auch den Ring of Vardas fallen lassen in Symphony of the Night. Der Ring of Vardas. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal zeigen werde. Vielleicht mache ich es ja doch nochmal. Dann gibt es ein kleines Revival von Symphony of the Night. Ich glaube, ich habe den aber mir auch schon mal geholt. Au, 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 au. Oh, ein Opal. Das ist gut. Ja, dann gehen wir hier weiter. Denn hier führte es weiter und dann soll es hier auch weiterführen. So, leichte Spießchen. Nur mit einem riesigen Stein, der natürlich sofort unterknallt, weil der ist zu schwer. Aha, da haben wir schon mal eine Mütze. Achso, ist nur für die Mütze. Ah ne, da führt es auch noch weiter. Ups.
Ja, so ein Ledercap haben wir jetzt. Ah. Hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein spezielles Item. Also das ist wirklich ein spezielles Item. Kein Relikt. So viel kann ich euch schon mal verraten. Bringt aber, glaube ich, soweit kaum was. Also... das ist wirklich nur für die eine Sache eben halt geeignet. Zum Kämpfen zwar auch ganz gut, aber ist nicht so berauschend. Man sieht das auch schon an der Karte, dass man dann damit eben halt so nach oben kommt. Ich aber jetzt erstmal nicht wo lang. Aber das ist hier sowieso so eine Stelle, wo man wirklich schwer weiter dran weiß. Ich weiß noch, dass ich hier lange Zeit gehangen habe. Vor allem, weil ich hier unten weiterkam, weil ich immer abgekratzt bin. Aber auch an den Dings bin ich abgekratzt, also am Skelettritter da. So, da führt es, glaube ich, ja, da führt es nicht nach oben. Ah. Gut, geht doch. Ah, das ist immer schön, wenn ich kritisch oder so kriege und dann die Gegner gleich sofort kaputt sind. Aber viele knochige Gegner gibt es hier. Oh mein Gott, diese Bone Chapter, oder? Ne, Chapelle, glaube ich. Graveyard? Ach, keine Ahnung. Müsste aber... wo war denn nochmal das blöde Feuerbuch? Da kann ich, glaube ich, nicht weiter, weil mir da die Türen da versperrt waren. Ah, das ist auch immer lustig. Das sind nämlich so Lenkraketen dann. Ist zwar nicht sonderlich stark, aber... ja, den Supersprung kann ich noch gar nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Gerade der Supersprung ist mal sehr genial. Au, 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 au. Sagt zu viel au. Sollte ich mich mal abgewöhnen. Ich muss mich immer an der Karte holen. Ja, dann gehen wir mal auf der anderen Seite mal rüber. Mal gucken, was es da so Feines gibt, außer dem Tod. Übrigens, ich weiß auch, dass man einen Piepton hört, so ein Pum. Den höre ich nämlich auch. Nee, wartet mal, ich nehme mal das. Einfach um ein bisschen mehr Abwechslung reinzukriegen.
So. Ich weiß gar nicht, was gab's hier dann? Oh, läuft Max ab zumindest. Federdämon. War jetzt natürlich unschön. So. Und gut ist er. Ja. Diese komischen Jumper da, die sind nervig. Die sind fast genauso nervig wie bei diese anderen, diese Karate-Piraten aus Super Metroid. Mann, die sind aber auch nervig. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Endings zeigen soll. Weil theoretisch möglich ist es, glaube ich. Also jetzt auch mit einem Run. Dass man da nicht so viele Safe-Sets setzen muss oder so wie bei Symphony of the Night, ist, glaube ich, alles normal erreichbar. Ja, hier haben wir jetzt eigentlich soweit alles erreicht. Fürs Erste. Ich geh nämlich mal mit. Au, au, au. Jetzt lauf doch nicht die ganze Zeit über in meine Richtung. Oh, ich hasse die Dinger. So. Ich hasse die Dinger. Ich hasse sie einfach nur. Die sind so nervig. Ja. Man sollte auch schon in die richtige Richtung sliden. So, und zurück. Teleportieren. So. Ach, wie gut, dass die Zombies doch immer sterben, wenn ich dran knalle. Da wäre jetzt, glaube ich, der Bomb, ne? Nein. Der Bomb war woanders. Ich habe immer in Erinnerung, dass er hier ist. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. In der Richtung. Gehe ich jetzt erstmal hin. Rein aus Überzeugung und weil da eine Speicherstätte ist und ich gleich abspeichern muss. Dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich sag bis zum nächsten Let's Play Part, Blood SFB, meldet sich ab.